Na, dann schauen wir mal, was die zwei für uns eine Überraschung bereithalten, ne? Ich meine, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Ihr habt's geschafft! Jetzt können wir den Eureka-Schlüssel komplett machen. Ihr müsst mich und Une bekämpfen und besiegen. Was? Was? Wie? Was? Hä? Hör zu. Lang ist es her. Da waren die Waffen viel zu stark, um sie zu besitzen. Und sie wurden in Eureka versiegelt. Aber jetzt sind diese Waffen... Was war das denn? Jetzt sind diese Waffen nötig. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Weil ich hatte gerade einen lustigen, ja, sagen wir mal, Framedrop. Und um den Schlüssel, seine Energie wieder zurückzugeben, ist ein Kampf nötig. Egal, was er sagt. Dörgern, ohne. Wir haben keinen Grund, euch zu bekämpfen. Ihr Idioten. Dann wie wär's es? Besiegt uns oder sterbt! Ganz knallhart. Bosskampf gegen Dorga, der sieht ein bisschen, sagen wir mal, angeschlagen aus. Die zwei wollen uns einen Schlüssel geben und der Schlüssel erscheint nur, wenn man kämpft. Und in diesem Fall kämpfen wir jetzt gegen Dorga und Une. Okay, in dem Fall gegen Dorga. Vielleicht hat der Une keinen Bock. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es gar nicht mal so ohne, soweit ich mich erinnern kann. Schauen wir mal. 540 Schaden. Quake! Auch du Heilige! Jetzt kann der auch noch Erdbeben, der Gute. Ja, okay, dann wäre es nicht so schlecht, dass der Weißmagier Salat ein bisschen heilen würde. Und okay, habe schon gedacht, dass er immun zu Gift ist, der Gute. Okay, Aero 4. Was anderes kommt dir gar nicht mehr vor. Bitte sei vorher so ein Break 2, okay? Keine Facts, was gut ist. Moment, ich werde jetzt kurz wieder mal gleich cutten. Es ist immer so, wenn ich die Aufnahme starte, dann laggt es ein bisschen. Obwohl, scheint sich wieder gefangen zu haben. Naja. So, Bio 1000 Schaden, let's cool. Fair! Ich hätte mehr erwartet. Naja, einfach reinpfeffern. Einfach reinpfeffern mit Eis 3. Und nochmal, falls er nochmal Spock hat auf Quake. Heilen und weiter geht's. Der Dorga, der will es unbedingt mit uns kämpfen, weil sonst kommt der Schlüssel nicht und ohne Schlüssel können wir die Welt nicht retten. Ist halt einfach so. So, alle sind wieder geheilt. So gehört sich's. Mal schauen, was der Dorga als nächstes sagt. Eis 3 macht überhaupt keinen Schaden. Ah, zieht Leben ab. Bist mir einer, mein Freund. Ich probier's mal. Hey, ich habe noch immer nicht die Stufe 5 Magie gefunden. Noch immer nicht. Ich will nicht jetzt so viel die MP verbraten. Noch nicht zumindest. Warum werdet ihr noch sehen? So, Salat, heilst dich und jetzt kämpfen! Obwohl der gute Onion auf dem Hassmodus ist, ist der Schaden nur zu vertragen und da ist er besiegt! War nicht ohne, war nicht ohne. Dorga, nicht sterben! Jetzt bin ich dran! Nein, Une! Wir wollen dich bekämpfen! Oh, bitte wein nicht über mich! Selbst wenn mein Körper stirbt, meine Seele wird niemals vergehen! Jetzt geht's los! Und das ohne Heilungsmöglichkeit. Une! Die zwei wollen unbedingt kämpfen, sonst wird die Welt nicht gerettet! Und das will doch keiner! So, bitte einmal für Salat einen Heilpotion reingepfeffert, dann einmal bitte Kur 4 und dann reinpfeffern. Die zwei kommen, ja, hintereinander, ohne dass ich was machen kann. Da muss ich jetzt im Kampf heilen. Geht halt nicht anders. So, bitte Kur 4! Mal schauen, was der gute Ohne kann. Wirbelwind! Das ist böse. Denn das setzt einen Charakter auf nahen Todstatus, will sagen, er hält nicht mehr so viel aus. Am besten hält man das mit Kur 3. Auf ihn selber. Und jetzt macht auch noch Wall. Du bist mir einer. Aber Quake geht durch Wall, ja? Obwohl, man sieht, der Schaden ist meh, nicht so toll.
So, Onion wurde wieder fast geheilt, gefällt mir. Und jetzt geht's weiter wieder. Nein, nicht Break. Break kannst du vergessen, mein lieber Barry. Nein, tut mir leid. So, Quake, bitte. Wieder Kur 4 und weiter geht's. Wieder Wirbelwind. Also, solange Wirbelwind macht, ist es alles in Ordnung. Denn das bringt ja keinen um. Es setzt nur auf sehr wenig HP. Und er hat noch immer seine Wall drauf, soweit ich weiß. Das wird jetzt sehr lustig mit Barry. Habe ich irgendwas, das durchgeht? Nicht wirklich. Das heißt, ich greife mal so an mit Barry. Aber wenn es verrückt ist, dann setze ich mal den Onion in Hassmodus und weiter geht's. Blizzard! Es wird kalt. Ist sowas wie Eis 3 auf alle. Und Barry hat sogar gut ausgehalten. So, Hassmodus bitte sehr für Onion. Und jetzt geht's richtig los. Barry, 50 Schaden immerhin. So, ich probiere mal anzugreifen mit Bio. Falls es gewollt wird, na, passiert halt. Dann Kur 3 auf Barry. Und weiter. Oh, schon besiegt? Die zwei haben zwar eine gute Verteidigung, aber ihre HP sind auch nicht die besten. 1000 Erfahrungspunkte! Wow! Aber musste das wirklich sein? Dorga! Ohne! Musste das wirklich sein? Okay, nehmt den Eureka-Schlüssel. Nehmt den mit. Eureka-Schlüssel erhalten. Dorga! Macht euch keine Sorgen. Unsere Körper mögen vergehen und sterben, aber unsere Seelen werden niemals verloren gehen. Jetzt geht zum Tower. Schützt die vier Statuen des Sylx-Towers. Ihr müsst denjenigen aufhalten, der die Dunkelheit herbeirufen will. Sande! Ich fühle es, dass ich euch es in die richtige Hände gebe. Der Eingang nach Eureka ist im Sylx-Tower. Nein! Nehmt das, es ist das Sylx-Key. Der Schlüssel, der die Siegel öffnet in den Sylx-Tower. Ich werde ewig auf euch wachen. Ich zähle auf euch. Ohne Sylx-Schlüssel erhalten. Es musste sein. Die zwei mussten kämpfen, sonst hätten sie die Schlüssel nicht gekriegt. Hergegeben, sucht das euch aus. Schon etwas traurig. So, das war's jetzt mit Keller. Jetzt will ich aber wieder hinauf. Es geht nicht anders. Wie viele Leute sind jetzt eigentlich schon gestorben? Hat jemand mitgezählt? Auf jeden Fall, hallo Mugrichs. Ich habe euch schon leicht vermisst. Ich will nämlich was shoppen, wenn ich schon mal da bin. Nämlich eine Magie. So. Okay, da habe ich eigentlich alles. Ich kaufe mal Hast, Kur, Aero und Leben. Falls ich einen zweiten Weißmagier haben will, mache ich das einfach mal. Wie konnten Sir Dorg und Lady ohne nur sterben? Kupo! Die weinen alle darüber, dass sie zwar jetzt tot sind. Ich kann's verstehen. Moment, was? Das ist ein Geheimgang? Moment, lass mich da mal rein, Kupo. Wow. Das wusste ich nicht, dass da ein Geheimgang ist. Leute, danke, Kupo. Aber ja, die zwei, die Mokes hier, sind alle traurig, dass Une und Dorga jetzt gehen mussten. Kann man leicht verstehen. Sie immerhin haben sie uns geholfen, ja? Und die weinen jetzt alle darüber. Entschuldigung, Kupos, Mokris, ja? Aber die wollten es ja unbedingt. Ja? Wir haben gesagt, nee, wir wollen nicht kämpfen. Und die sagten, nee! Es gibt keinen Ausweg, so in der Art. Schon krass irgendwie. So, jetzt geht's wieder zurück. Und die Gegner nerven wie eh und je. Zum Sylx-Tower sollen wir jetzt also mit dem Sylx-Schlüssel und mit dem anderen Schlüssel, wo ich schon den Namen vergessen habe, aber es ist jetzt unwichtig mit Namen, denn die Gegner nerven einen zu Tode. Salat, du weißt, was du zu tun hast. Mach mir einen Salat, ich hab Hunger! Also, was von?
Ah, der Onion geht richtig ab mit seinen Schaden. Aber das wird noch besser, Leute. So, AO2. So, aber ich habe noch was vor, bevor ich zum Sylx-Tower gehe. Zuerst muss ich hier rausfliegen. Level up, welches Level bin ich denn? 35. Das könnte sogar gehen. Mit Level 35 da hinein. Denn der Sylx-Tower, der war nicht ohne, Leute. Wirklich nicht. Der war schon... Vor allem, es ist wieder ein langer Dungeon. Darauf könnt ihr euch wieder mal vorbereiten, ja? Also das wird wieder so 3, 4, 5 Parts lang dauern. Es sei denn, ich schneide die Kämpfe, dann wird es vielleicht nur 2 oder 3 Parts mal dauern, je nachdem. Und die Kämpfe da drin sind... ja, nett. Ich weiß gar nicht mehr, hat man da Erfahrungspunkte da kriegt da drin? Ich meine, ordentlich viel. Bei dem Keller von Unes Haus, da war jetzt schon voll Erfahrungspunkte. So richtig viele Erfahrungspunkte gegeben. Ich glaube, der letzte Kampf da drin hat mir 3000 oder so gegeben. Und das war schon richtig viel. Nicht nur richtig viel, das war übelst viel. Wie gesagt, ich will hier noch nicht zum Sylx-Tower, denn ich habe noch etwas Optionales vor. Zumindest, weil ich weiß, kann man das ab jetzt machen. Ich weiß nicht, ob man schon früher machen kann, aber ich glaube nicht. Nein, man hat jetzt 2 Schlüssel bekommen, ne? Ja. Ich glaube, der Sylx-Schlüssel ist derjenige, der optional ist, und der andere Schlüssel ist der, den man in der Story weitermachen muss. Um den guten alten... naja, Typen aufzuhalten, der die Dunkelheit herbeirufen will. Warum? Keine Ahnung. Er ist halt ultra böse. Ich meine, wenn alles in Dunkelheit gehüllt werden würde, würde er selbst ja auch in Dunkelheit baden gehen, ne? In Dunkelheit baden, ob das wohl gut riecht? Das will wohl wahrscheinlich keiner wissen. So. Bitte einmal Zeit. Wo hätte ich mein Luftschiff stehen lassen, das andere? Ich glaube, das war im Westen. Ja, ich habe jetzt Osten und Westen verwechselt. Trollalol. Tut mir leid, Leute. Passiert halt schon mal. Ah, hier ist es. Die Invincible. Da bin ich wieder. Invincible. Soll ich heilen? Ja, wenn ich mal da bin. Kann man es ja machen. Ist ja schließlich gratis. Und dauert keine Minute. So, danke sehr. Okay. Soweit ich weiß, werden jetzt sogar... hier angezeigt, ja, hier ist der Sylx-Schlüssel und der Eureka-Schlüssel. Alle beide da. Und ich könnte mal so langsam und sicher ein paar Sachen verkaufen. Lasst mal sehen. So, was könnte ich denn verkaufen? Auf jeden Fall mal hier diese Paralyzer Goldswein, eher nicht. Weil Goldswein ist gut für physische Angreifer, so wie den Onion. Und das ist gar nicht mehr so schlecht. So, die Fönx darf ich nicht verkaufen. Ein Schwarzgurt, eventuell den Chakra. Verhalte ich mal. Den Runenglock kann ich mal verkaufen, denn Geomancer werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, leider. Er ist zwar cool, aber er ist jetzt nicht mehr von Bedeutung, ja, leider. Leider. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß es, wo die Story weitergeht. Aber wo muss ich hin, um die optionale Sache zu machen? Ah, nehmen wir mal eine Karte da. Eine richtig große, meine ich. Ich meine, die Sidekarte ist zwar groß, aber man sieht nicht die ganze Welt. Ich hätte jetzt wirklich gerne eine ganz große Weltkarte. Ach, Moment, ich könnte noch was machen. Stimmt. Da muss ich das aber zuerst mal finden. Ich meine nämlich den fliegenden Kontinent, Leute, wo wir ganz am Anfang gestartet sind. Ganz am Anfang, das Let's Play ist. Da waren wir auf einem Kontinent, auf einem schwebenden, wurde uns sogar gesagt. Und dort kann ich mit der Invincible, mit dem Luftschiff, was ich jetzt habe, etwas machen. Aber zuerst muss ich es mal wieder finden. Ich bin mir gar nicht sicher, wird das auf der Karte gezeigt? Also da im Südosten, da leicht, da geht die Story weiter. Das kann ich sagen. Da will ich aber noch nicht hin. Da werden wir so oder so hinkommen. Das ist für diejenigen, die schnell das Spiel durchspielen wollen. Einfach da lang, südöstlich.
Ich glaube, der fliegende Kolte war irgendwo hier. Sonst werde ich ihn in Ostgren suchen. Aber die Musik ist hier so geil, was wollt ihr? Ich glaube, das werde ich wirklich machen, weil das könnte etwas dauern. Ja, bis gleich, Leute. Na bitte, wer sagt's denn? Und ja, es wird auf der Karte angezeigt, dieser schwebende Kontinent. Das können ich euch hier mal zeigen. Hier, mitten im Irgendwo, nirgendwo. Da ist der schwebende Kontinent. Das sind... Ich hasse das. Jetzt aber. Das wären wir wieder. Yay! Macht doch Spaß. Und was ich jetzt vorhabe, werdet ihr gleich sehen. So, das hier ist der Wald, den wir mal gerettet haben, falls ihr euch erinnert. Und hier drin war ein See, da konnte man immer so ein Tierchen sehen, ne? Ich glaube, soweit ich weiß, kann man den Wiesel da rüber... Nein, nicht? Da konnte man doch irgendwie hinein. Ach, von der anderen Seite, Moment. Moment, lass mich vorbei. Danke. Halt von hier. Ah, jetzt habe ich's. Guten Tag, wie geht's so? Schau mal runter. Geht nicht! Was zur Hölle? Weil irgendwie weiß ich, dass man das Vieh da drin besiegen kann. Ja, ich nenne jetzt mal Vieh, weil einfach, Baum. Ich werde mich da mal jetzt ein bisschen beschäftigen, Leute. Das könnte etwas dauern. Darum sage ich, ja, eventuell sogar bis zum nächsten Part. Ich werde das ein bisschen rumspielen. Kann etwas dauern.